Jetzt freue ich mich riesig, dass der Michi Sieber heute noch bei uns im Studio ist. Yeah. Michi, was für eine hilfreiche Message, was für eine gute Serie auch einfach. Ich habe alle Messages so inspirierend gefunden, auch heute so praktisch. Ja, genau. Jetzt, ich habe ein Feedback, oder? Ja, genau. Ein Feedback aus dieser Message. Etwas, du hast uns ein bisschen hängen lassen, hat auf mich so gewirkt, oder? Ja. Und zwar ist mir aufgefallen, du hast etwas angesprochen in der Message, und zwar wegen deinem Ring. Ja, genau. Aber du hast das irgendwie gar nie aufgelöst. Ja. Jetzt mein Wunsch und wahrscheinlich aller unserer Zuschauer. Ja. Was ist denn jetzt mit dieser Schlange? Ja, genau. Sehr gut, dass du das ansprichst. Vielen Dank für die Steilvorlage. Absolut richtig. Den Teil habe ich einfach übersprungen. Der ist mir entfallen. Ich wollte nämlich eigentlich auflösen, dieser Ring, das erstens ist es keine Schlange, sondern ein Krokodil. Ah. Das hat damit zu tun, dass meine Frau weiß, dass ich sehr gerne Krokodilleder habe und diese Muster habe ich halt gerne, oder, von Krokodilen. Und deshalb hat sie mir diesen Ring zu Weihnachten geschenkt. Oh, wow. Und der hat eigentlich keinen anderen Background als einfach das. Also mir gefällt der. Das freut mich. Ich finde ihn wirklich wunderschön. Ich kann den auch drehen, dass das Krokodil auf dich zeigt. Nee, lass mal. Ich habe ein paar heiße Fragen noch für dich, einfach um das noch ein bisschen zu vertiefen. Mhm. Du hast ja über verschiedene Arten von Kritik gesprochen, eben destruktiv, konstruktiv. Wie unterscheide ich das genau? Also wann ist Kritik denn genau destruktiv und wann ist sie konstruktiv? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, da braucht es eben oft auch Zeit, um das für sich herauszufinden. Manchmal wirkt etwas destruktiv, hat aber einen guten Inhalt, oder? Und ich denke, da gibt es eigentlich ja auch so schwimmende Grenzen, sage ich jetzt mal. Aber man spürt schon, wenn etwas destruktiv kommt, dass böse gemeint ist, dass ja, das halt wirklich so ein Kick ans Bein ist oder wo jemand mich zerstören will. Ja. Und man spürt es in der Haltung halt drin, oder? Wenn jemand eine destruktive Kritik anbringt, dann ist die nicht gedacht dazu, dass du besser wirst. Ja. Also die Motivation auch des genau. Kritikgebers. Ja. So quasi. Ja. Jetzt, was ich mir auch überlegt habe, oft ist ja auch ein bisschen, sag jetzt mal, im Auge des Betrachters oder des Hörers. Mhm. Also ich habe manchmal das Gefühl, es kommt auch darauf an, wie es gehört wird, Kritik. Mhm. Ob das dann irgendwie konstruktiv oder destruktiv. Was denkst du dazu? Ja, das merke ich an mir selber, oder? Das ist schon so, dass ab und zu, es ist ja schwierig, die perfekte, konstruktive Kritik anzubringen. Und wenn man dann sowieso auf die Abwehrhaltung geht oder nach Rückzug orientiert ist, wie jetzt eher, das ist jetzt eher mein Muster, dann geht man halt sowieso mal dort rein, oder? Und suhlt sich etwas im Mitleid und denkt, ja, ich habe da wieder versagt. Und so bis man merkt, ja, nein, ist eigentlich eine wirklich konstruktive Kritik, oder? Mhm. Ja. Etwas anderes, wo du drüber gesprochen hast, war ja auch so dieses Unterscheiden zwischen dem Ich und dem Tun. Mhm. Jetzt, ich habe mir gedacht, eben mein Ich drückt sich ja aus in meinem Tun. Jetzt, wenn du mein Handeln ansprangerst oder wenn du mich kritisierst in meinem Tun oder dem, was ich sage, dann kritisierst du ja auch immer ein Stück weit meine Persönlichkeit. Mhm. Wie mache ich das denn jetzt wirklich, so ganz praktisch, wie trenne ich das? Ja. Ich habe diese Woche gerade so ein Beispiel erlebt. Ich habe über Nacht wirklich eine Nachtschichtarbeit an einem Paper gearbeitet, das wir gebraucht haben für eine Church. Ich habe da Stunden investiert und dann am nächsten Tag ging das ins Feedback von einigen Leuten und da hat jemand mit Liebe mir gesagt, schau, das ist einfach nicht reif genug. Mhm. Und das hat mich schon wirklich genervt, weil wir haben das der Church versprochen mit einer Deadline und ich musste mir über meinen Schatten springen und vor die Leute stehen, vor eine ganze Church und sagen, ist einfach noch nicht ready. Ja. Und ich denke schon, dort dann zu trennen zwischen dem Ich und dem Tun, ist ein Challenge. Aber für mich, wenn ich die demütige Haltung einnehme, ich sage, wofür habe ich das jetzt wirklich gemacht? Dann merke ich, ja, ich habe es gemacht, um den Menschen zu dienen. Und wenn das Feedback da ist, ja, das dient jetzt nicht, sondern es ist vielleicht noch schlimmer, dann muss ich halt mein Tun sagen, okay, Freunde, es ist nicht ready, es ist nicht gut genug. Und ich bin heute mega froh um dieses Feedback. Es wäre nicht weise gewesen, zum Beispiel jetzt in diesem Beispiel, einfach mein Tun über die Qualität zu stellen. Also eine gewisse Demut, die hilft, oder? Dabei, die hilft sehr, ja. Etwas anderes, was du angesprochen hast, war ja das Prüfen von Kritik, dass man auch ein bisschen filtern muss, was da daherkommt. Hast du da ein paar Tipps? Wie mache ich das praktisch?
Ja, also ich bespreche oft Kritik mit Freunden oder auch mit Sarah, meiner Ehefrau, wenn ich merke, es hat etwas da Ja. dran. Ich breite das mal vor ein paar Leuten im Vertrauen aus. Und meistens erhärtet sich ja ein Verdacht dann, wenn Leute das auch bestätigen. Oder ich kann es verwerfen, Leute sagen, nein, das stimmt überhaupt nicht. Oder das ist mal ein Filter, die anderen Leute, die auch Gott lieben und mich kennen. Das andere ist das Wort Gottes, wenn irgendetwas gegen das Wort Gottes kommt, das kann es ja auch geben, oder du bist ein Versager, ja nein, bin ich nicht, ich habe Sünde, ich habe versagt, aber ich bin nicht in der Identität, sind so zwei ganz wichtige Filter für mich. Oder Ja, auch stark. komme ich zur Ruhe über einem Eindruck oder wenn jemand mir was an den Hals hängt, oder dann kann es sein, dass ich mit der Zeit merke, doch, es hat was dran. Aber oder bei anderen Dingen merke ich, nein, das bin ich einfach, das stimmt einfach nicht und das kann auch länger dauern dann. Du hast auch über das Kritikgeben gesprochen, da ganz praktisch eben mit diesem WWW-Feedback. Jetzt, wenn jemand meine Kritik gar nicht hören will, soll ich es trotzdem sagen oder wie soll ich damit umgehen? Nein, also wenn du genau spürst, dass jemand nicht will, dann ist das Feedback meistens nutzlos. Also es ist einfach, wenn die Haltung nicht da ist, dass jemand lernen will oder das hören will, dann lohnt sich das eigentlich nicht. Also es ist schon meistens noch gut und hilfreich, die Frage zu stellen, bist du offen dafür, wenn ich dir ein Feedback gebe? Jetzt eben, es gibt Leute, oder sagt man, denen fällt Kritik geben sehr einfach. Die sehen eigentlich überall irgendwas, wo man ein Feedback geben könnte. Geht mir manchmal auch ein bisschen so. Wie Ja, ich schaffe ich wollte jetzt da? nichts sagen, aber Wie schaffe du ich da bist eine gut gute darin. Balance, oder? Oder was sind so Indikatoren vielleicht, um da zu helfen? Es kann ja auch eine Stärke sein, oder? Ja, das ist deine Stärke. Ich glaube, es ist deine Stärke, weil ja Menschen da sind, die haben eine Sicht für Dinge, die sehen einfach sofort, was man noch besser machen könnte. Und ich denke, dort ist entscheidend, dass Kritik ist eben auch positiv. Das heißt, es ist oft, wenn wir sagen, ich habe eine Kritik, denken wir nur an die negative Kritik. Und sich dann zu üben, im Positiv-Feedback geben, glaube ich, kann eine Hilfe sein für solche Menschen, oder? Bewusst zu üben, einfach mal zu ermutigen Stark. und das stehen zu lassen. Sehr cool. Hey, ich danke dir ganz herzlich, Michi, für deine Zeit und dass du Ja, noch ein gerne. bisschen nach beantwortet hast. Mega Mega spannend. gerne. Yes, und wenn du die Message noch nicht gehört hast heute, dann zieh dir sie unbedingt noch rein. Sie war mega hilfreich und ganz praktisch. Und wir sehen uns nächste Woche wieder bei hier im ICF online oder vor Ort. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und wünsche dir eine ganz gesegnete Woche.